Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Food-Video hier auf meinem Kanal. Heute mit Wojo in the house. Ich habe ihn wieder gefunden. Er lag irgendwo rum auf der Straße. Ich sage, ey, bist du nicht Robert? Er sagt, ja, Mann. Ich war ja auch wirklich lange unterwegs. Er kommt einfach von Tokio. Und wir haben uns seine Food-Videos angeguckt. Da waren ein paar geile Sachen mit bei. Ja. Und jetzt gehen wir heute zu einem chinesischen Laden. Also Japan war er und jetzt gehen wir zu einem chinesischen Laden, ja? Guck mal, das ist chinesisch, nicht japanisch. Ja, ist doch okay, gar kein Problem. Gut. Ich meinte, wir gehen chinesisch essen. Er meinte, ja, ich war doch erst da. Ich meinte, nein, du warst in Japan. Auf jeden Fall, ich habe diesen Laden angerufen. Ich meinte, hey, können wir hier drehen? Da meinte er so, ja, könnt ihr machen, aber ihr müsst das Essen bezahlen. Ich sag, niemals. Ja, kein Problem. Dann sagt er, ja, aber ihr müsst wirklich bezahlen, weil wenn ihr nicht bezahlt, ich rufe die Polizei. Niemals. Ich sag, ja, ist doch kein Problem. Bruder. Schreibt mal in die Kommentare, welcher deutsche YouTuber hierher gekommen ist und nicht bezahlt hat. Er meinte, ich glaube, da waren Leute da, die einfach YouTube-Videos oder TikToks gedreht haben und die gesagt haben, so, ja, wir haben Werbung für sie gemacht, wir wollen nicht bezahlen. Niemals. Tot und hart unangenehm. Das ist hart. Normalerweise, wenn man ein Video aufnimmt, man gibt sogar noch extra Trinkgeld. Aus dem Aspekt heraus, dass man so einfach filmen konnte. Manche sagen so von Herz einfach nein, 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 nein. Ja, da kämpft man ein bisschen mit denen. So, du kannst du machst, musst eine Runde ringen gegen die und dann bezahlst du entweder oder die lassen dich nicht bezahlen. Dann gehst du raus und lässt auf Tisch so ein bisschen Geld liegen. Ich hatte es einmal beim Friseur, der sagt zu mir, er hat mich auf eine Story markiert, ne? Und der wusste irgendwie, wer ich bin. Macht so ein Foto von meinem Haar. Er wollte mich nicht bezahlen lassen. Er sagt die ganze Zeit, reposte bitte meinen Post. Ich will nicht, dass du bezahlst. Und ich denke, Bruder, bitte, ja. Hab nicht repostet, bin rausgegangen. Hätte wenigstens krass geschnitten, wäre was anderes gewesen. Aber ja, komm. Bei dir kann man nicht krass schneiden. Komm, komm. Wir zeigen euch jetzt den Laden. Wir zeigen euch den Laden. Der Laden heißt Sholongkan. Ganz einfache Geschichte. Sholongkan. Ich zeige euch jetzt den Laden. Nein. Der Laden sieht geisteskrank aus. Das wird anders ausgesprochen. Ja, Sholongkan. Okay, Sholongkan. Du hast auch so ein Horn. Okay, gehen wir rein. Ladies first. Wenn du in Japan unterwegs bist, weil es ja 24/7 da regnet gefühlt, gibt es solche Dinge hier. Dann machst du deinen Regenschirm rein. Dann hast du so eine Tüte über deinen Regenschirm, damit der Laden nicht nass. Smart, noch nie mein Leben gesehen, aber krass. Der Laden sieht brutal gut aus. Der Panzerdrache. Der ist für seinen Panzer und sein Maul bekannt. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Legenden besagen, der ist 800 Jahre alt. Ey, die haben hier Roboter einfach. Ey, guck mal, ich finde diese Kabine richtig geil. Guck mal hier. Einmal eine Brücke. Ach, guck mal, ey, wir haben schon den ersten Kunden hier. Ja. Guck mal. Da brauchen wir eine Kabine für sich alleine. Dieser Laden ist für den Hotpot bekannt. Das bedeutet, wir kriegen unsere Gerichte und kochen sie selber in diesem Laden, in diesem Dings da, in diesem Pot. Guck mal, wie groß dieser Laden ist. Das ist geisteskrank groß. Jetzt gehen wir hoch einmal. Ey, ich sag dir ehrlich, hier kommt so richtig so chinesische Mafia und spielt Poker untereinander. Chinesische Mafia, sagst du? Aber warum direkt illegal? Ich verstehe das nicht. Das hier sind alles Private Rooms. Aber jetzt nicht falsch denken, ne? Jetzt kein Massage oder so. Das ist krank. Nach meiner Japan-Reise, ich liebe einfach Asiaten. Bruder, ich feiere die Kultur richtig hart von denen. Bruder, Japaner, Vietnamesen, Chinesen, Koreaner, das sind die coolsten Menschen überhaupt. Wirklich. Hier sitzt du, hier kann man mieten. Ey, kannst du überhaupt so mit Chopsticks essen? Warum ein Chopstick? Oh, guck mal, wie geil die sogar aussehen. Ah, guck mal, wie smart. Die sind sogar, ich finde diesen Charakter so krank, so heftig einfach. Ey, komm mal her, die haben einfach mich gemalt. Ey, ich schwöre, das bist du. Ich bin der hier. Zingtao Ling Bong. Das, ist das gibt nein, es. Nein, das gibt es. Das gibt's nicht. Das gibt's. Das gibt's. Schreibt in die Kommentare, ob es das gibt. Das wird es nicht geben. Ich wollte noch nie so gerne einen Laden zeigen wie diesen hier. Von dem Laden dann ist es mit das... Das krasseste bis jetzt, was ich fast gesehen habe. Ja, ich habe schon viele krasse Sachen gesehen. So. Ja, du warst in New York, in Tokio und so sind auch sehr krasse Sachen. Aber für deutsche Verhältnisse ist das richtig krass. Ich war noch nie so hyped auf Essen. Einfach eine Brücke im Laden. Boah, da sitzt eigentlich schon jemand, aber guck mal bitte das an. Ey, komm sofort, lass uns sofort anfangen. Ah, die Brühe, okay. Wie funktioniert das überhaupt hier? Also die Brühe haben wir 5 Sorten. Ja. Ganz wichtig, in der Brühe ist kein Schwein. Ja, ich weiß, wichtig. Ja. Schafe, Tomatengeschmack und Champignon. Ja, dann machen wir das. Und das können wir alles drei hier einteilen? Ja, genau. Das ist so smart. Ja, okay, dann nehmen wir das drei. Dann machen wir 3 Sorte. Erstmal von weniger Schafe anfangen. Ja, bei mir mittel. Ja? Ich bin stark. Und jetzt machen Sie die Zutaten. Ja, vegetarisch ganz schnell weg wieder. Das ist crazy. Hier ist Halal, deswegen können wir hier alles essen. Das ist richtig crazy. Die haben sogar vorne auch ein Zertifikat, also ist sehr Togo. So, unsere erste Bestellung hier, 113 Euro. Angus Rindfleisch, Lammrolle, Australien Wagyu, gebratener Reis mit Ei, Nudeln, brauner Zuckerreiskuchen, Eiermaultasche. Bestellung. Okay, chinesische Drinks. Mango Pomelo Sago. Das ist eine Soße, die sieht aus. Oh, ein Tee. Ah. Boah, mit dieser Kanne. Aber ich nehme einfach so ein Getränk. Oh. Also alles, was du jetzt bringst, quasi, packen wir einfach in... Und wir suchen uns aus, in welche Brühe. Komm mal, wir gucken uns mal Soßen an. Ich nehme einfach ein paar Soßen mit. Können Sie eine Soße auswählen und ach dann so. Selber mischen. Ach so, oh cool. Erdnusssoße ist immer gut. Vielen Dank. Okay, Knoblauch, Seafood, Sesam. Okay, komm, wir machen uns jetzt einmal eine Soße selber. Also dafür brauchen wir das hier. Genau. Ein Löffel davon. Barbecue-Soße, ein Löffel. Genau, mit ein bisschen...
Ah, guck mal, hier richtige Knoblauchstückchen, Alter, ja? Das ist crazy. Knoblauch kann man nie zu viel haben. Ja. Austernsoße. Ja. Von Austern ist das? Ja. Ah, Sesamöl. Und das kommt komplett da rein, oder? Halb. Und jetzt haben wir uns einfach eine Soße selber gemacht. Das ist richtig cool. Vielen Dank. Gerne. Also ich bin richtig baff gerade. Anscheinend sehr authentisch, muss ich sagen. Weil ich sag euch ehrlich, wie es ist, ne? Ohne irgendwie so, keine Ahnung, Vorurteile oder sowas. Aber ich sehe hier sehr viele Asiaten. Sehr, sehr viele. Ich sage sogar, wir sind fast die einzigen, kein Asiaten hier. Ich habe die selber gemixt gerade. Weißt du, wie kurz das von Dings war? Jetzt mixen wir die Soße, die wir gerade zusammen gemixt haben, zusammen einmal. Die werde ich auf jeden Fall nicht probieren, wenn du die selber gemacht hast. Warum? Oh ja, danke. Oh. Mann, warum auf seiner Seite? Oh mein Gott. Das gebratene Reis mit Ei, ja? Das Zuckerreis. Wie geil ist das denn? Ja. Voll die geile Konsistenz. Es ist interessant, ist cool, aber es ist eher was Süßes, glaube ich. Ich bin jetzt gespannt auf diese... Ich werde jetzt hier den hier machen. Aber nicht in diese Schafe. Doch, bei mir schon. Du hast auch deine eigene da hinten. Ich mache rein in... Ja. Probier erstmal. Guck mal, so sieht's ausgerollt aus. Und die, sie sagt da auch nur, die Dinger, die kommen so 20 Sekunden rein. Ich mach das jetzt hier professionell. Aha. Oha. Ich glaube, jetzt könnte man das schon essen. Sieht aus wie Bacon jetzt. 20 Sekunden, warte. Jetzt, ich habe noch nie in meinem Leben sowas hier gegessen. Warte, erstmal will ich den Lamm probieren. Mann, Alter. Oder was machst du? Was machst du? Okay, so. Achso, warte, ich mach jetzt hier rein. Also Lammfleisch war gut sogar. Man schmeckt voll das Lamm raus, oder? Ey, ich habe auch noch nie so riesen Chopsticks gehabt, ne? Das passt, ist fertig. Guck mal, ey, guck mal. Was ist das denn? Ist das jetzt so eine Drehrad, oder wie? Ach so, ich kann einfach... Bruder, wie lecker war das Lammfleisch gerade? Das geht klar. Warte mal, ich probiere mal das Wagyu. Das ist eigentlich am wichtigsten. Oh mein Gott. Schmeckt anders als in Tokio. Okay, ich glaube schon, dass da einen Unterschied gibt. Wo ist euer Wagyu her? Aus Australien? Ah, okay. Wie lange muss ich das machen? Ist es fertig? Ja, schon lange. Okay, schaut euch das an. Lass euch mal diesen Reis da probieren. Das ist ein bisschen scharf für mich gerade. So einfach wäre sogar gut gewesen. Oder deswegen hat sie mich so angeguckt. Okay, so, zeig mal das hier. So, Eiermaultaschen. Boah, diese Brühe hier, ne? Mmh. Ja, Habibi. Boah, die Eiermaultaschen sind stark. Ja. Ich bin kein Mann. Ich hätte sogar Reis. Alter, oh mein Gott. Zeig mal den Reis. Mmh. Ich höre, man kann das anders nicht essen. Boah. Ich verstehe Menschen nicht, die Reis mit Gabel essen, aber ich habe keinen Bock dazu wechseln. Ich muss ehrlicherweise gestehen, Bruder. Das schmeckt ganz, 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 ganz anders als in Tokio, das Wagyu. Und wenn das ein anderes Tier ist, ich fand das Lamm gerade besser als das Wagyu. Ich werde das auf jeden Fall hier brühen. Und das kostet nur 9 Euro, ne? Ja. Das ey, wie klein ist das geworden? Okay, du sagst, die Brühe ist am besten? Oder diese Brühe war brutal lecker. Das Rind ist sehr lecker. Also hier werde ich 100% mit meiner Frau einmal herkommen. Frau, wenn du das siehst, Entschuldigung, dass ich vor dir hier war. Aber wir gehen jetzt zusammen in Chaba. Das ist richtig geil. Ey, wo ist mein Fleisch denn? Ich muss einfach mein Fleisch suchen, Bruder. Hier, ich hab's gefunden. Finde das Geheimnis darin, Fleisch. Nein. Ich hab den Call. Ja, stark. Ja, genau. Ja. Geil. Nein! Es sind Schafe gefallen. Nein. Nein, warte, da ist er. Er ist da irgendwo. Nein, Bruder, ich hasse Schafe. Hier, ich hab ihn. So. Ist nicht so scharf. Warte, hör mir zu, ich habe eine Idee. Ja, okay. Oh, schlau, warte. Aha, komm mal hier. Er wird entscharfinisiert. Okay, das reicht schon. Jetzt ist es aber auch Kaugummi geworden. Schwere Kaugummi. Aber ist noch scharf? Oder komm mal, hör mal zu, lass mal ganz kurz diese Filme. Mach mal kurz diese Stäbchen, Mäbchen. So, mein Bruder. Ah, warte mal, ich habe ja noch nicht mal die andere Soße probiert. Egal. Wir machen das ganz einfach. Versteht ihr das? Probieren wir mal hier. Mmh. Oh, das ist es so heftig, ihr versteht das nicht. Das ist es so heftig. Ich hatte Angst, ich mag kein Koriander so gerne. Aber das ist es. Und jetzt werden wir hier mal das hier uns dran setzen. Die waren aber, ich habe das Gefühl, nicht so richtig fertig. Mhm. Wow, richtig gut. Ich hätte den ein bisschen länger drin lassen sollen, aber die Schärfe ist jetzt gut. So, guck mal, jetzt wird einfach hier nachgefüllt. Quasi. Ist das dann nicht ein bisschen verdünnter? Also ist nicht weniger Geschmack dann? Okay, vom Kochen her bleibt da intensive Geschmack quasi. Wir haben jetzt nochmal Reis bestellt und ich will eine Sache probieren. Die habe ich bestellt. Ich habe Zora das Rohr gezeigt. Er sagt, oder würdest du das probieren? Ja. Du probierst gleich also. Okay. Oh,
Oha, was hast du da gemacht? Ist das Rapunzel oder was? Bruder, was haben die für lange Nudeln hier? Du weißt schon, das sind Datteln, ne? Das sind Datteln? Ja. Ja, das ist kleine drin. Bruder, gekochte Dattel. Ja, ja. Kochen die alles? Ja. Oh ja, guck mal. Da ist es. Ja, Bruder, das ist crazy. Hast du das schon mal gegessen? Schmeckt? Eigentlich ist crazy. Eigentlich ist crazy. Laden. Eigentlich ist verrückt. Okay, danke dir. Bruder, das ist eine Hand von einem Chicken. Das ist einfach ein Fuß. Wir essen einfach Füße gleich. Ey, die Soße ist sehr, sehr stark. Dieser Mix ist brutal gut. Mhm. Und das ist genau das Problem. Und genau das ist genau das Problem. Wir haben hier so einfach so einen Wäschekorb. Guck mal bitte. Keine Ahnung, für was der ist. Also wenn man beim Essen hier kommt, wird man safe dreckig. Und dann kann man direkt die Wäsche da reinmachen, dann waschen die das für dich. Ey, ich werde keinen Fuß essen, by the way, ne? Doch. Einmal bitte L in die Kommentare für Rohat, weil das ist respektlos. Rohat, Bruder, du hast deine Nudeln einfach 4 Tage drinnen gelassen, ja? Bruder, mach mal doch auch so. Nein. Viel zu weich, okay. Boah, Bruder, aber schick die mal bitte nicht hier rein, ja? Doch, doch, ey, genau bitte. Hier. Hallo, Bruder. Ich hab meinen Fuß hier reingemacht. So, Bruder, 3 bis 5 bitte, Minuten. Ja. Wir teilen uns den Fuß. So, und jetzt können wir ein bisschen Hähnchen machen. Das machen wir hier. So, auf der einen Seite haben wir hier Hähnchenfleisch. Und auf der anderen Seite kriegen wir hier unseren wunderschönen Fußschuhgröße 45. Oder ja. Nee, aber ist das nicht so voll knusprig? Oder nimm mal deinen Fuß jetzt hier raus. Lass ihn noch ein bisschen drinnen hier. Muss richtig so mit sein. Was schmeckt denn dein Fuß, Bruder? Ja, Bruder, ich hoffe nicht nach Fußpilz. Ich sag, das kann gar nicht schmecken. Kann gar nicht schmecken. Bruder, irgendwas muss ja dabei sein, dass sie das so lieben. Das ist ja eine richtige Delikatesse. Bruder, er hat gesagt, geht eigentlich. Das ist sein Laden, Bruder. Er sagt, geht eigentlich. Okay, hör zu. West Coast. Einfach Gang sein. Da war ein Knochen, Walla, da war ein Knochen. Ih, Bruder. Warte mal, isst man den Knochen mit oder was? Oder soll ich ihn... Nee, ne? Warte mal ganz kurz, ich muss kurz... Bruder, das ist einfach nur Schale mit Knochen. Das ist gut. Auf. Bruder, der hat einfach einen Chicken-Fuß. Guck mal hier, in der Hand, ne? Ja, hier ist noch ein bisschen dickes Fleisch. Das ist gut. Das ist wirklich gut, Rohat. Nein. Auf Ernst, es ist, Wallah, es schmeckt wirklich lecker. Also zum ersten Mal in meinem Leben esse ich sowas hier. Das ist einfach Hühnerpfote. Kato meint, er liebt Chicken, aber das ist zu viel. Kato, würdest du einmal probieren? Ich bin nicht an. Ey, Mensch. Oder aber hier sind irgendwie, guck mal, hier sind die Sehnen, komm mal her. Hier sind, seht ihr das hier? Das sind die Sehnen einfach, glaube ich. Alter, ich habe ihm einfach seinen Fuß gebrochen. Das sieht aus wie Nudeln, Wallah, man denkt Yum-Yum-Nudeln. Weißt du, wie man das okay, normalerweise nachmacht? Bitte, abmachen. Guck mal hier, das ist einfach Yum-Yum-Nudeln. Erstmal will ich noch einmal Wagyu probieren. Okay, 20 Sekunden ungefähr, lassen wir das mal. Ja. Ich sag dir ehrlich, das Fleisch überzeugt mich nicht, also widerlich. Welches aber? Alles bis jetzt. Boah, das Lammfleisch fand ich richtig stark. Ja, das Lammfleisch ging klar für den Preis auch. Aber ich sag ehrlich, das Wagyu ist komplett overrated. Bruder, ich sage sowieso, allgemein Wagyu ist overrated. Nein, Mann. Tokyo Wagyu ist wirklich nicht von dieser Welt. Es gibt ja Unterschiede bei Wagyu. Man muss das hier, das darf man wirklich nicht zu lange drinnen lassen. Dann kann man das viel besser essen. Und ich sage, Rohat, du musst das einmal hier reintunken, das Fleisch. Das ist eine richtig geile Mischung, ja. Ist das scharf? Nein, nein, nein. Okay, hier, guck mal, Rohat, so. Dann machst du hier ein bisschen diesen und dann machst du den hier. Ich weiß jetzt, warum hier keine Gewürze sind, Bruder. Die Soßen sind der Key. Verstehst du das? Die Soßen sind das, warum man überhaupt hier diese Dinger macht. Vertrau mir, mach das mal ein bisschen so rein, schmier das mal ein bisschen da rum. Und jetzt guck. Und dann wirst du auch sehen, du hast gleich einen direkt ganz anderen Geschmack. Mhm. Verstehst du? Ist das Teriyaki? Nee, weiß ich nicht, was das ist am Ende. Ist wirklich gut. Ja, safe. Aber ich sag ehrlich, also für euch, wenn ihr keine Schafesser seid... Hat der Fuß noch nicht so krass geschmeckt, dass du einen zweiten nimmst? Ja, einen zweiten muss nicht sein, aber wallah, er war wirklich lecker. Also wirklich, wirklich lecker. Ich verstehe, warum sie das essen. Das Problem ist, es macht nur keinen Spaß zu essen, weil du da so an den Fingern rumknuppelst. Das Hähnchenfleisch mit dieser Soßenkombo ist richtig krass. Das Hähnchenfleisch, ja, lass ich auch mal probieren. Ihr badet das ein bisschen rein. Ja, hier, komm, nimm die Hälfte. Vertrau mir, Rohat, du lässt es ein Bad nehmen. Hier, und jetzt probier. Es ist ernst richtig lecker. Wow. Es ist ein bisschen weicher, ne? Ich hatte Angst, dass es so komplett roh ist. Ach so, nein, nein, nein. Das ist einfach, es ist gekocht. Okay. Immer essen wir alles gebraten. Mal, weißt du, was ich meine? Weißt du, was mein Vater immer sagt? Gekochtes Essen ist in jeder Hinsicht immer besser. Gekochtes, alle Bakterien sind raus. Ja, okay. Checkst du, wie ich meine? Nicht so viel Fett. Genau, dieses Gebratene und so. Ich check. Deswegen ist das auch meine Theorie, warum Chinesen
so gesund sind und so alt werden. Da bin ich mit dir. Also, die haben eine außergewöhnliche Küche, aber eine sehr gute, proteinreiche Küche, wo viel mehr gekocht als gebraten wird. So, wir haben jetzt hier selbstgemachte, das sind hausgemachte Nudeln von denen. Die haben hier diese Standard-Yum-Yums und selbstgemachte Nudeln. Lass wir die ein bisschen kochen. Liebe Freunde, ich gebe meine Bewertung ab, weil ich schon los muss. Und Abo soll es nicht wissen. Ich sage, vom Fleischaspekt her hat mich dieser Laden ein bisschen enttäuscht, weil ich halt dieses Wagyu zum Beispiel oder dieses Lammfleisch in Japan kenne. Und das war viel, viel, viel besser. Deswegen habe ich auch so einen Vergleichswert. In eine Richtung gebe ich wirklich so eine 8,5 von 10. Ich finde es richtig cool. Wenn ich sogar 9. Das Essen insgesamt mit dem Fleisch würde ich, glaube ich, eine 7,5 oder 8 von 10 geben. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Das ist zu 100%. Also es macht Spaß, so zu essen. Ja. Ah, danke schön für die Bestellung, Roboter. Der hat uns gerade vorbeigebracht, Herr Bre. Wir haben hier nochmal Kürbiskuchen bestellt. Robert ist gegangen, aber bei uns läuft das natürlich nicht so. Bei uns bleibt der Erste, der kommt, der Letzte, der geht, wenn es um Essen geht. Guckt euch das an. Ja, ich kann mir jetzt nichts Krasses darunter vorstellen. Es ist süßlich, aber auch irgendwie so deftig. Ganz komische Kombi. Es ist auch sehr weich. Ich mag die Konsistenz. Es ist irgendwie wie ein bisschen wie Kartoffelpuffer ähnlich, bloß ein bisschen gummimatschiger. Cooler Geschmack. Ich kann mir vorstellen, dass die Dinger hier mit Honig komplett Endstufe wären. Die haben eine süße Soße, die bringen die mir gleich. In der Zwischenzeit sind die hausgemachten Nudeln fertig. Die sind so Udon-mäßig. Ich glaube, vielleicht sind das sogar Udon-Nudeln. Hm. Der Geschmack von dieser Brühe hier, ne? Ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll, aber ich könnte diese Soße einfach komplett nur trinken die ganze Zeit. Das hier habe ich auch gerade probiert. Die ist so ein bisschen pilziger. Also diese und diese, wer Pilze feiert, der wird diese hier lieben. Ich sag ehrlich, die ist mir ein bisschen zu scharf. Dann nimmt lieber leicht scharf, wenn ihr scharf mögt. Oder mittel, wenn ihr wirklich. Aber ganz scharf, wenn das schon wirklich scharf ist, dann weiß ich nicht, was mit anderen passiert. Danke dir. Oh, okay, okay. Ja, wir essen gerade hier ein bisschen durcheinander, ich weiß, aber. Wow. Das schmeckt wie dieses Milchmädchen. Hast du eine Dose? Kondensmilch. Ja, das ist das. Das ist genau das, was ich meine. Kondensmilch. Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Übertrieben viel Zucker drin, übertrieben süß, aber richtig lecker. Boah, passt perfekt. Hier, Luca, probier mal ein. Ich sage, diese Kürbisdinger an für sich finde ich sind nicht so meins. Schmecken ein bisschen nach gar nichts. Einfach so eine Pampe. Ja, richtig. Und das schmeckt nach Zucker. Ich habe ja gesagt, das ist sehr zuckerlastig. Also, aber die Konsistenz ist geil. Ja. Checkst du, ja, was ich meine? So außen so leicht knusprig, innen einfach so ein bisschen weich, aber matschig. Geschmack fehlt. Also würde ich das nicht nochmal bestellen. Ja, Geschmack. Ja, normal. Es ist, ja, das ist das, genau. Und ich finde das auch wirklich richtig cool. Haben bestimmt bessere Desserts. Ja. Boom. Ich muss sagen, der Geschmack von diesen Nudeln ist richtig, richtig gut. Ich sag sogar, wenn ich das nächste Mal hier sein sollte, würde ich auch eher die hausgemachten nehmen, statt diese Yum-Yum, obwohl ich Yum-Yum liebe. Ich finde die richtig, richtig lecker. Aber alles in allem fand ich das ein richtig geiles Restaurant, weil hier ist einfach, bestellst hier nicht einfach das Essen, sondern du machst noch selber ein bisschen deinen Schnickschnack. Machst Fleisch hier rein, tunkst hier rein, dann hast du Bock auf die Soße, dann hast du Bock auf die Soße. Ich finde das Konzept ultra geil. Ich fand das hier für mich ein bisschen eng, ein bisschen so, aber das ist auch, weil wir nicht die Dünnsten sind. Für mich war das Fleisch, das, was Rohat weggehauen hat, das Lammfleisch am Anfang, diese Rollen, das waren die besten und die waren ultra, ultra lecker. Wagyu hat einen Geschmack, den ich nicht so fühle. Die Konsistenz ist cool, wenn man die nicht lang genug brät. Mit dem hier schmeckt es sehr gut. Aber alleine habe ich das gar nicht gefühlt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, was Rohat bewertet hat, aber eine Empfehlung ist es zu 100% wert. Vor allem, weil es einfach nicht überall gibt. Gebratener Reis mit Ei ist unglaublich lecker. Also sehr, sehr lecker. Den haben wir dreimal bestellt. Das ist jetzt der dritte Teller, ne? Dass ihr Bescheid wisst, der dritte Teller. Falls ihr schon mal hier wart, könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Würde mich interessieren, wie ihr das hier fandet. Ob ihr wiederkommt oder ob ihr Stammkunden seid oder nicht. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Vielen Dank für die ganze Liebe unter den Kommentaren. Passt auf euch auf, Leute. Assalamu alaikum, ciao, kakao, tschö, pöpö und tschö, mit dir.